Nichts von alledem, was Sie gerade behauptet haben, wurde dort tatsächlich gesagt. Und selbst Korrektiv behauptet nicht, dass es dort gesagt wurde, sondern Korrektiv behauptet lediglich, dass Sellner einen Vortrag über Remigration gehalten habe. Und das stimmt. Und dann sagt Korrektiv weiter, was das aus Sicht von Korrektiv eigentlich alles bedeuten und implizieren würde. Okay, aber das ist nicht die Ausführung von Sellner. Und jetzt würde ich gerne konkret eins wissen. Marine Le Pen kann ich Ihnen gerne erklären. Die ist auf die Pressemeldung in Deutschland reingefallen, dass da irgendwie größere Vertreibungen projektiert worden sind. Diese Pressemeldungen sind schlichterdings unwahr. Das können wir auch beweisen. Das müsst ihr mal jemand erklären. Und ich möchte aber zurückfragen, wer soll denn da bitte, welcher Hardcore-Rechtsextremist soll denn da bitte gewesen sein? Ja, unter anderem Sie beispielsweise. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass ich ein Hardcore-Rechtsextremist bin. Wie kommen Sie denn darauf? Jemand, der Zweifel hat bei der Briefwahl und verkündet, dass türkische Mädchen das nicht verstehen und man deshalb die Briefwahl nicht einführen. Das stimmt ja auch nicht und dagegen klagen wir ja jetzt. Das ist ja auch Quatsch. Ich habe da in der Tat einen Vortrag gehalten, reines Verfassungsrecht, über verfassungsrechtliche Probleme der Briefwahl. Ich habe dort die Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes dargestellt, sowie die drei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Briefwahl. Das ist derzeit in Deutschland hochproblematisch, weswegen ich mehrere Wahlprüfungsbeschwerden vertrete. Da fallen Ihnen türkische Mädchen ein, die das nicht verstehen und darum können wir das nicht einführen. Na, das habe ich ja nie gesagt, das stimmt ja nicht. Steht aber überall drin. Also das, es stimmt aber, das schreibt einer vom anderen ab. Das hat in der Tat Korrektiv behauptet. Ja, das hat Korrektiv sogar behauptet, im Gegensatz zu der Sache mit den Vertreibungen. Und dagegen klagen wir ja jetzt und das werden wir auch wegkriegen. Das ist also großer Unsinn. Nein, es ging in der Tat um Briefwahl. Wir hatten bei der Bundestagswahl 2021, natürlich auch im Zeichen von Corona, 50% Briefwahl im Durchschnitt. Und das widerspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der die Briefwahl niemals der Regelfall werden darf, immer die Ausnahme bleiben muss. Das war das Thema meines Vortrags. Frau Giroux, jetzt gibt es unterschiedliche Darstellungen. Ich frage es mal andersrum und persönlich. Wären Sie der Einladung zu einem solchen Treffen gefolgt, wenn Sie eine bekommen hätten? Wahrscheinlich nicht, aber die Frage stellt sich ja auch nicht. Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass man privaten Einladungen folgen darf, wenn das einen interessiert. Also ich möchte nochmal klar machen, also ich habe jetzt diese Diskussion verfolgt und fand es sehr merkwürdig. Also wir reden jetzt über ein Treffen, einer war da, zwei waren nicht da, sie haben Vermutungen, jemand erklärt, was gewesen ist. Aber wir haben ja auf der anderen Seite politische Sachverhalte, nämlich dass wir zum Beispiel eine Bundesregierung haben, die etwa zum gleichen Zeitpunkt, wo dieses ominöse Treffen stattgefunden hat, die schärfsten Abtreibungsgesetze gemacht hat, Abschiebungsgesetze gemacht hat, die die Bundesrepublik je gesehen hat. Und es ist ja interessant, wir hatten einen Spiegeltitel, da steht der Kanzler drauf, wir müssen mehr abschieben. Dieser Spiegeltitel ist ins Englische übersetzt worden. Wenn ich richtig informiert bin, ist in der englischen Übersetzung das Wort Deportation 6-mal aufgetaucht. Das heißt, wir haben eine reale Regierung, die aus vermeintlich linken Kräften besteht, als das sind Grüne und Sozialdemokraten, die also jetzt massiv in die Abschiebungspolitik gehen. So, das könnte man kritisieren. Stattdessen kritisiert man ein Treffen von Leuten, die ich nicht kenne, die sich irgendwo getroffen haben, ob man das jetzt anstößig findet oder nicht. Es ist immerhin noch ein grundgesetzliches Recht, dass man sich in privaten Räumen trifft und irgendwas diskutiert, so schäbig es auch sein mag. Ja, aber es gilt einfach auch eine Unschuldsvermutung im Rechtsstaat. Das heißt, solange diese Leute nichts getan haben, nicht straffällig geworden sind, kann man denen eigentlich nichts vorwerfen. Und in diesem Fall diskutieren wir jetzt 5 Minuten über Begriffe, Remigration, über Hypothesen, über ein Treffen, das im Grunde keine politische Wirkung hat und niemand diskutiert über das, was eine reale Bundesregierung macht. Das finde ich sehr, merkwürdig. Weil Sie sagen, dass keine politische Wirkung hat. Politische Relevanz ist ja sehr oft nicht das, was in der Intention von Menschen liegt, die sich irgendwo treffen, sondern politische Relevanz erhält etwas ja auch dadurch, dass es dann öffentlich diskutiert wird. Natürlich. Ja, natürlich. Aber das, wir sind hier keine Richter, wir sprechen hier kein ja, aber, also keine ich, Urteile, ich aber wir diskutieren, ja, debattieren. Genau. Und zwischen dem, was Sie sagen, das, was die deutsche Bundesregierung gerade gemacht hat, das, und dem, was da passiert ist bei dem Treffen, da steht ein Und. Ich diskutiere nicht nur das und kritisiere nicht nur das. Es geht allgemein um das Thema rechte Politik, rechtsextremes Gedanken. Also wenn Sie morgen demonstrieren gehen, demonstrieren Sie generell gegen rechts. Recht für Demokratie, genau, für Solidarität. Das müssten wir sowieso mal ausdifferenzieren, genau, was das heißen soll für Demokratie und gegen rechts. Aber da steht kein Oder, da steht ein Oder. Genau, aber das finde ich sehr, ich sag mal, also erstmal ist mir das viel zu evasiv. Ja, wer ist jetzt hier für Demokratie und was ist gegen rechts? Das müssten wir alles mal semantisch auseinandernehmen. Ja, aber was ich nur sagen wollte ist, gucken wir uns die reale Politik an und dann
dann kann man ja eben kritisieren, was die Politik macht. Aber Sie sagen, natürlich hat dieses Treffen eine Wirkung gehabt. Trotzdem, wenn man sich diesen Korrektivtext anguckt, den habe ich mir auch angeguckt, ja. Aber Sie werden ja zugeben, dass sozusagen die ganze Inszenierung, überhaupt die Lyrik dieses Textes, ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben, aber Nebel und überhaupt, wir sehen da etwas Dunkles hinter diesen Fenstern und so weiter. Also das hat mich eher an so einen Roman von Edgar Allan Poe erinnert, ja, also an irgendwie so einen komischen Schundroman. Das war auf jeden Fall kein politischer Text, das war keine sachliche politische Berichterstattung, kein sauberer Journalismus. In meinen Augen war das eine ziemliche Inszenierung, das hat sich auch inzwischen herumgesprochen, in der Presse lesen Sie den Cicero, sogar heute die FAZ heute. Und wenn Sie dann nochmal zum Beispiel ins Feld führen, dass das Berliner Ensemble, also einer unserer Theater, eine Woche später, 10. ist das Korrektiv erschienen, am 17. wurde das im Berliner Ensemble aufgeführt, ich weiß nicht, ob Sie das online gesehen haben, wenn das also am 10. die Transkripte erst rausgekommen sind, wie kann man also in einer Woche die Transkripte aufschreiben, Schauspieler instruieren und das alles inszenieren? Ich denke, also es spricht sehr, was ich damit sagen möchte, ist, wenn Sie jetzt von einer politischen Wirkung sprechen, anstatt dass wir auf die politische Realität der Abschiebungspolitik der aktuellen Regierung schauen, dann müsste man die Frage stellen dürfen, wie viel an diesem Geheimtreffen, das dann auch also als, ich sag mal, mit Wannsee-Konferenz verglichen wurde, wie viel davon hochgejudged wurde und was tatsächlich eine Inszenierung ist. Also ich habe mich, wenn wir schon beim Thema Demokratie und Rechtsstaat sind, ich habe mich sehr gewundert, dass keiner das Berliner Ensemble fragt, wie er eigentlich dazu kommt, dass im Grunde illegale Mitschnitte von einem Transkript öffentlich auf einer Bühne aufgeführt werden. Das wäre für mich, die ich die Demokratie verteidige und den Rechtsstaat, wäre das eine ganz legitime Frage, dass ich sage, wie kommt das Theater dazu, das zu machen? Und ich sehe niemanden, der das kritisiert. Also ich sehe die Empörungswellen. Sie kritisieren es gerade. Ich sage das jetzt, genau. Und würde deswegen gerne den Rechtsstaat verteidigen und nicht immer nur irgendwie ominös die Demokratie. Ja? Herr Böchinger, Herr Walser hat es kurz anklingen lassen und gesagt, er ist damit vorsichtig, aber irgendwie in dem Fall nicht ganz so vorsichtig. Und das erinnert ihn doch wegen dieser Städte in Nordafrika an das Madagaskar-Projekt der Nationalsozialisten. Es scheint ja doch so, dass sowohl der Ort, also nicht weit weg vom Ort, an dem die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, als auch der Kreis der Teilnehmer, dann irgendwie die Empörung ein Teil auch sozusagen die historische Dimension hat, dass in Österreich und Deutschland alles, was sozusagen in Richtung Deportation oder Nicht-Deportation, Ausschaffung besonders sensibel angeschaut wird. Das können Sie wahrscheinlich auch verstehen, oder? Selbstverständlich. Also ich glaube, dass diese Sensibilität durchaus etwas ist, was mit dem historischen Erbe dieser beiden Staaten einhergeht. Und das ist gut so, keine Frage. Nur ich glaube auch sehr wohl, dass man erkennt, dass diese Inszenierung eine auffällige Inszenierung ist. Da bin ich auch bei der Vorrednerin. Das erinnert mich ein bisschen an Reliotius-Texte, diesen ominösen Spiegelredakteur, der die meisten Dinge, die er investigativ recherchiert hat, nie gesehen und nie erlebt hat. Das ist das eine. Dann diese Theatersache ist natürlich auch etwas ominös. Es kommt schon manchen Kräften sehr zu Pass. Es ist ein wenig auffällig. Ohne jetzt eine große Verschwörungstheorie da herumzubauen, es stört mich etwas sehr konkret daran. In einem normalen, liberalen Rechtsstaat gehen die Bürger auf die Straße, um zu demonstrieren, dass der Staat ein privates Treffen abhört. Und nicht gegen die, die sich privat treffen. Genau. Man muss schon ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich Liberalismus ernst nimmt, dann muss die Bürgerschaft zusammenstehen, sich nicht auseinanderdividieren lassen und den Staat nicht ablehnen, weil es sind schließlich wir, aber kritisch hinterfragen. Und das fehlt mir hier völlig. Dieser Beifall ist zu schnell, dieser Beifall ist zu groß. Die politischen Mitbewerber, um nicht leider Gottes wieder vom Gegner sprechen zu müssen, freuen sich auf österreichisch einen Haxen aus, dass sie endlich etwas haben, was zur Dämonisierung so sehr geeignet ist, dass diese Kräfte, diese demokratischen Kräfte, doch nicht zum Ziel gelangen. Und jetzt muss ich vielleicht einen Satz noch, weil dafür warte dann wieder eine ganze Runde, einen Satz noch. Um es auch auf die andere Seite wenig zurückzuspielen. Demokratie ist nämlich das ganz Wesentliche in unserem System, aber es gibt natürlich auch für diese Demokratie Rahmen, das ist die Verfassung und die Gesetze. Und ich glaube, das ist doch wichtig zu beobachten. Solange sich jeder innerhalb dieser Verfassung bewegt und an die Gesetze hält, ist einfach alles erlaubt. Darf er auch denken, was er will, würden Sie sagen. Genau so ist es. Darf ich noch einen Satz zu Madagaskar sagen? Also was ich Sie gerne fragen würde, Sie erinnern sich vielleicht an die Corona-Maßnahmen, als in großem Stil Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Es gab einen deutschen Soziologen, Heinz Bude, der hat damals in einem Deutschlandfunk-Interview, glaube ich, gesagt, man kann ja leider die Nicht-Geimpften nicht nach Madagaskar abschieben. Ich hätte mir zu diesem Zeitpunkt, ich habe das übrigens auch gemacht, einen großen Aufstand der Demokratieverteidiger gewünscht. Der ist komplett ausgeblieben. Dieses Zitat ist komplett unter den Tisch gefallen. Das heißt,
heißt, wir müssen ja auch mal sehen, wer wann etwas skandalisiert. Da sind Sie bei mir gar nicht so, in richtigen falschen Adresse. Ich bin da immer entschieden dagegen aufgestanden, gegen das Einschränken der Freiheitsrechte. Und ich hätte einen Punkt, der mir sehr wichtig erscheint. Ich will sogar versuchen, darüber Konsens herzustellen. Ich will Ihnen die Quote nicht kaputt machen, wenn ich hier Konsens reinbringe. Man kann es ja wenigstens versuchen. Worüber wir uns, glaube ich, einigen sollten, ist, dass die eine Sache, die Korrektiv gemacht hat, nämlich der unmittelbare Vergleich mit der historischen Wannsee-Konferenz, dass das eine Affenschande ist und dass die das nicht hätten machen dürfen. Denn darin liegt über alle politischen Divergenzen hinweg und über alle Inszenierungen hinweg, die jetzt wichtig erscheinen, weil der Bundesregierung das Wasser bis zum Hals steht, ganz egal. Es ist eine ungeheuerliche, beispiellose Verharmlosung der historischen Vorgänge im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust. Und der Effekt davon ist furchtbar. Vielleicht ist er sogar schon eingetreten, dass jetzt die nächsten Jahre wegen dieser riesen Medienwelle, die jetzt in Deutschland künstlich veranstaltet wird, die Leute bei Wannsee-Konferenz nicht mehr an die historische Wannsee-Konferenz denken, sondern an ein privates Treffen von einer kleinen Reihe von Investoren mit einem umstrittenen Schriftsteller. Also das hätte unterbleiben sollen und dem sollte man entgegentreten. Und ich bin der Auffassung, das müsstet ihr, also ihr Linken hier, müsstet das korrektiv mal klar machen. Ich kann es nicht auf die, mich hören die nicht, aber wenn es ihr denen sagen würdet, das wäre hilfreich, glaube ich. Also ich kenne niemanden, ist das der Spektrum, der nicht zustimmt, dass man beim NS-Vergleichen sehr vorsichtig sein muss. Und das ist nicht legitim, also dieses Treffen der Wannsee-Konferenz zu vergleichen. Ja, der Begriff Affenschande, den würde ich da nicht verwenden, denn Korrektiv stellt ja diesen Bezug nicht her. Korrektiv erinnert daran, dass 8 Kilometer entfernt das Haus der Wannsee-Konferenz, wo Berlin ist das niemals das sehr ähnlich ausschaut, weil dort gibt es ja heute ein Museum, ich habe mir das mehrmals angeschaut, ein sehr interessantes. Ich bin auch dagegen, dass man allzu schnell Vergleiche zieht. Darum würde ich auch nicht mehr über diese ominöse Konferenz sprechen, Sie sind der Moderator, nicht ich, weil es natürlich einer war dabei, 4 reden darüber, die nicht dabei waren, die das nur aus den Medien haben. Der eine sagt, da stimmt eh nichts, was da berichtet wird. Also da ist schwer, darüber zu sprechen. Aber es ist nicht so leicht, dagegen zu demonstrieren, offensichtlich. Also wenn das jeder ernst nimmt. Genau da wollte ich anknüpfen. Die Demonstrationen morgen gehen nicht gegen diese Konferenz. Diese Konferenz ist so, wie das berichtet worden ist, die Spitze eines Eisbergs. Denn es ist ein Signal für das, was in dieser Republik und in der Deutschen Republik abgeht. Das ist ein Schritt, den wir in ganz Europa haben, nämlich ein Schritt hin wieder zu einem autoritären Staat. Und wir haben eine Entwicklung seit langem, die hier zu beobachten ist. Und darum hat mich das ja so gefreut, was in Deutschland abgegangen ist. In den Städten Zehntausende von Menschen, in Hamburg und München sogar Hunderttausende von Menschen, die aufstehen und ein Bündnis herstellen von der Mitte, von Konservativen bis nach links, wo wirklich die Zivilgesellschaft aufsteht und sagt, nein, wir wollen diese Entwicklung nicht. Dieser berühmte Spruch, wir sind das Volk, begonnen in der DDR mit durchaus einem realistischen Hintergrund, aufgegriffen von Rechtsextremen dann in Deutschland, die das hinauskragelt haben, Ausländer einzuschüchtern und Menschen Furcht und Angst zu machen und hinzuweisen, wir sind das Volk und ihr gehört nicht zum Volk. Das stimmt so nicht. Und das war ein Signal, das letzte Woche abgegangen ist und hoffentlich morgen auch in Österreich abgeht, dass dieses Bündnis, und da brauchen wir ganz, ganz dringend die ÖVP, die leider morgen wahrscheinlich das Gegenteil in Person ihres Bundeskanzlers und Parteivorsitzenden sagen wird, da bräuchten wir ein Signal hin in eine demokratische Mitte, hin in zu einem liberalen Rechtsstaat und nicht nach Ungarn schauen und nicht in das zum Glück jetzt ein bisschen gewandelt. Was konkret sind die autoritären Tendenzen, die Sie in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich in den letzten 10 Jahren damit meinen? Gegen welche autoritären Tendenzen, die sichtbar sind, also richten sich diese Demonstrationen? Ich habe von Tendenzen gesprochen, von politischen Tendenzen. Da meine ich noch nicht die konkrete Politik. Wir sind nicht dort,
wo Ungarn ist. Wir sind nicht dort, wo Polen war und jetzt mühsam versuchen muss, das wieder rückgängig zu machen, nämlich Einschüchterung der Medien, Verhinderung einer unabhängigen Justiz. Und das sind ganz massive Tendenzen Richtung eines autoritären Staates. Wir wollen, dass es nicht so weit kommt bei uns in Österreich. Und darf ich da mal fragen? Also die Tendenzen des Autoritären und das, was da die Demonstration, die Sie verteidigen. Also in Aachen zum Beispiel hatte der Demonstrationszug ein Plakat, wo also die Demonstranten für Demokratie auf dem Plakat stehen hatten, Nazis verbieten, AfDler töten. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass Nazis wir in Deutschland, wenn ich mir vorstelle, dass wir eine Demonstration hätten, da würde draufstehen, SPD, von der AfD, und die würden ein Plakat haben, SPDler töten. Es würde ein Riesenskandal sein. In diesem Fall war dieses Plakat auf dem Titelblatt der Aachener Zeitung. Die Polizei stand daneben, ist erstmal nicht eingeschritten, obwohl das ja eigentlich ein Tötungsaufruf ist, also ein Straftatsdelikt. Und das hätte natürlich geahndet werden müssen. Das heißt, diejenigen, die die Demokratie verteidigen, vermeintlich, ruinieren eigentlich den Rechtsstaat, machen dann auch noch solche Parolen wie, dass man Björn Höcke, den ich nun wirklich nicht mag, ja, dass man ihm die Bürgerrechte entziehen müsste, tragen also eigentlich dabei, dass die Demokratie Linksextremismus, und den nennen wir genauso gerecht. Moment, aber dann müssten Sie mir auch sagen, warum zum Beispiel... Tötungsaufruf ist extrem. Ich frage Sie nur. Also in Aachen ist das zum Beispiel passiert. Übrigens in Hamburg ist der Hamburger Bürgermeister mit einem Bild marschiert, wo drauf stand, kill Putin. Das ist so ein bisschen ähnlich. Und dann, wenn Sie sagen, dass Sie die Extremisten ausgrenzen, dann würde mich halt interessieren, ob Sie eben auch Linksextremisten ausgrenzen, natürlich, weil die Rote Hilfe zum Beispiel... nicht aus, aber die Verfassung macht das automatisch. Genau, aber das... Ich verlasse mich auf die, die Demonstration hast gegen Recht und nicht gegen Extremismus. Genau, so der Punkt ist aber... Da bin ich ja dabei, aber ich verstehe nicht, warum man eine legitime demokratische Ausrichtung per se ablehnt. Es kann nicht sein, dass sie gegen Rechte demonstrieren. Ob wo geht das los? Bei mir? Da, wo die Verfassung aufhört. Da, wo der Verfassungsboden endet. Ja, aber der Verfassungsboden endet da, wo man sagt, AfDler töten. Oder sind wir uns einig? Da haben wir doch einen Konsens, freut mich. In Deutschland und in Österreich, dass wir... rein semantisch keine genaue Definition haben von rechts, rechtsextrem, rechtsradikal. Dabei wärst du nein, das ist nicht bewusst, sondern das hat sich bei uns leider eingebürgert. Ja, wie infantil ist das? Ich bin immer dagegen aufgetreten, weil wir, ich sage ja, wir brauchen, die ÖVP ist natürlich eine rechte Partei, nein, sie aber, nicht aber keine rechtsextreme Partei. Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Es ist eine konservative Partei, genau. Und seit der Französischen Revolution ist klar, ja, jeder Liberale steht rechts der Mitte, jeder Konservative steht rechts der Mitte. Ja. Wenn man die alle nicht mehr dabei haben, also, im demokratischen Spiel, die wollen wir dabei Nacht. Haben, die müssen und wir dabei einen haben. Satz noch, die Gesellschaft, das hoffe die Gesellschaft ja, ist aber gefordert, einen Satz noch zu der großen, zum großen Demonstrationszug in Aachen, den Sie da quasi skizziert haben. Wenn man will, dass die AfD nicht an die Macht kommt, dann braucht man sie nur nicht wählen. Es zeigt Mut, wenn man gegen Regierende demonstriert, aber dann, wenn man gegen die Opposition demonstriert. Das ist ja, doch nicht also, besonders wissen mutig. Wissen Sie, Erich Kästner hat gesagt einmal, das Jahr 1933, da war es zu spät. Wir hätten 1928 anfangen müssen, dagegen zu kämpfen. Ja, aber, und wenn Herr Walter, wir so wollen, gern. Verkämpfen wir jetzt diesen Kampf, den man damals leider Moment nicht mal, geführt wer hat. Ist das wir? Wer ist das wir? Denn ich sage nicht, die AfD ist die NSDAP. Ich sage nicht, aber Moment, wir aber haben Tendenzen. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. In Deutschland wird untersucht, ob sie überhaupt noch in dieses Spektrum passt, ob sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht prinzipiell angreift und verfassungsfeindlich ist. Also wir sind hier schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Also diese Prüfung, ob das ist eine Prüfung, ja. Aber Sie wissen, ja nicht. Dass Jugendorganisationen schon verboten, schon als extremistisch eingestellt wurden, dass Landesorganisationen bereits dieses Verdikt bekommen haben. Natürlich ist die Entwicklung schon sehr weit gegangen und wir haben eine zunehmende Radikalisierung. Diese Verdikte, die Sie erwähnen, die werden ja nicht von
wissenschaftlich unabhängigen Institutionen ausgesprochen, sondern von Verfassungsschutzbehörden, die den jeweiligen Innenministern unterstehen. Wir haben in Deutschland glasklar die Koinzidenz. Ob das auch eine Kausalität ist, das wäre zu untersuchen. Wir haben aber glasklar die Koinzidenz in den neuen Bundesländern, dass immer dann, wenn die AfD bei Umfragen die stärkste Partei wird oder der stärksten Partei, typischerweise der CDU, gleichzieht, dann erfolgt 3 bis 4 Tage später die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Die Koinzidenz ist da, ob es eine Kausalität ist, habe ich nicht behauptet. Davon abgesehen, ich würde ja Ihre Diagnose, dass wir einen Zug ins Autoritäre haben, die würde ich ja durchaus teilen. Da haben wir schon wieder einen Konsens. Allerdings sehe ich das aus einer etwas anderen Richtung. Wir haben in Deutschland eine Bundesregierung, es ist die unbeliebteste Bundesregierung, die es in der bisherigen Geschichte gegeben hat, die sich total verkalkuliert hat. Die haben diese Energiewende versucht zu inszenieren, die haben sich total überschuldet, haben die zuverlässige, bezahlbare Energieversorgung zerstört, willkürlich. Und die sollen jetzt alle wir erleben eine Deindustrialisierung. Man braucht nur nicht wundern, dass Oppositionsparteien gestärkt sind. Und deswegen erleben wir schon seit über einem halben Jahr ständig Proteste. Das Volk steht auf gegen die Bundesregierung. Erst wegen des Heizungsgesetzes, dann die sogenannten Bauernproteste. Das Volk soll es aufstehen, ist in Ordnung. Und davon, Alternativen das Volk steht auf aus nackter Existenzangst. Nicht etwa, weil Putin es angestiftet hat, aus nackter Existenzangst. Ja, und das hat die Regierung jetzt aus den Medien herausgebracht und dem dient dieser ganze Zinnober. Diese ganze Medien-Zinnober des Treffens eines privaten Freundeskreises, das ist lächerlich. Die Regierung wollte mit Gewalt eine neue Platte auflegen und das ist bis auf Weiteres auch gelungen. Ich wollte mich entschuldigen, weil ich auch den Begriff verwendet habe, das Volk steht auf gegen rechts. Wir, das Volk gibt es nicht. Die Bürger vielleicht. Viele Bürger. Auch nicht die Bürger und Bürgerinnen. Selbstständige. Es gibt es nicht, sondern die Bevölkerung spiegelt diese ganze Brandbreite, die Wähler, wir auch hier haben. Wähler. Und ja, die Teile sind Wähler immer die Teile Bürger. Des Volkes. Ja, aber Partei das Problem, heißt ja, genau. Das kommt okay, aus dem Lateinischen, es ist der Teil. Darf ich? Es ist der Teil des Ganzen. Und wir müssen lernen, dass wir und unsere Sicht ein Teil des Ganzen ist. Und da wären wir beide gut beraten, für uns zu sprechen, für unsere politischen Standpunkte und vielleicht noch für Parteien, denen wir nahestehen, aber nicht für das Volk. Ja, und wir konstatieren vielleicht, dass die Regierung und besonders auch die Geheimdienste, wenn es schon Geheimdienste geben muss, die eigene Bevölkerung und ihre politischen Ansichten überwachen, was ja ein Spezifikum ist in Deutschland und ein ganz bisschen auch in Österreich und überall sonst gibt es so etwas nicht, dass die nicht Proteste steuern, animieren, anregen, lenken sollte. Dass das nicht der Fall sein sollte. Ja, das ist auch nicht der Fall. Frau Gero. Ich würde gerne erst noch mal wirklich sagen, wenn wir sagen, Deutschland steht auf gegen rechts, ja, dann ist tatsächlich die Frage, wer ist wir, wer ist Deutschland? Sind das alle Deutsche? Ja, und das kann man erst mal beanspannen. Relativiert. So. Demokratie ist nicht die Mehrheit der Straße. Ich würde das gerne noch mal sagen. Deswegen habe ich gerade diese Einlassung gemacht. Ja, Grundrechte entziehen, AfDler töten und so weiter geht gar nicht. Das ist komplett antidemokratisch, weil es antirechtsstaatlich ist.